Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. In der letzten Folge habe ich einen tollen Teamnamen verteilt. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, wer die letzte Folge gesehen hat. Ja, das Projekt wird noch lustig. Naja, im Moment sind Schmünter und Fragezeichenman als neue Rekruten in der Knuddeluft-Gilde und jetzt ist der erste richtige Tag. Tipp für legende Erkundungsteams. Alter, es ist gerade wieder komplett übertrieben. Du kannst deinen Spielstand ab jetzt speichern, indem du dich zu deinem Bett begibst. Das juckt mich nicht, ich kann Safe State mit dem Emulator. Am nächsten Morgen. Hey! Hey! Ich muss die Facecam ausmachen, die überfordert das Programm. Ja, sorry. Warum sieht mir da oben angezeigt, dass die Facecam aktiv ist? Hallo? Nee, hey, jetzt darf ich das hier zusammenschneiden, weil Ben die Cam entweder spackt oder mich verarscht. Mir brummt der Schädel. Was für eine lächerlich laute Stimme. Mir wäre fast das Trommelfell geplatzt. Warum seid ihr noch am Pennen? Aufwachen! Ich habe gerade einen Kugelschreiber neben mich geschmissen und der ist voll wieder hochgesprungen und auf meine Tastatur geknallt. Ich glaube, das liegt am Mauspad. Ich habe so ein richtig weiches German Let's Play Mauspad mit Klumpi drauf. Meine Armhorn. Jetzt mal Bewegung! Ich bin Krakelo, ich bin auch Lehrling. Wenn ihr zu spät zur morgendlichen Einweisung kommt, werdet ihr es bereuen, also ab! Unser Gildenmeister Knuddeluft ist sehr temperamentvoll, wenn ihr ihn reizt. Ja, eher. Oh, fuck, das wäre gruselig. Schon bei der Vorstellung kriege ich Gänsehaut. Scheiße. Aber wie auch immer, ihr werdet mir keinen Ärger einhandeln, weil ihr Spastis zu spät kommt. Also kommt in die Gänge. Sympathischer Zeitgenosse. Meine Ohren klingeln immer noch. Ich denke, ich werde es aber allgemein so regeln, dass ich die Facecam nur noch in besonderen Folgen anhab oder in denen ich denke, dass die besonders werden. Also vor allem Story-Ereignisse, dem, sowas. Von was hat er geredet? Irgendwas mal aufstehen. Wir haben uns ja bei der Knuddeluft-Gilde als Lehrlinge eingeschrieben. Ich hasse dich immer noch wegen dem Teamnamen. Sorry, ich habe heute irgendwie was im Hals, deswegen die Stimme ein bisschen komisch. Aber das heißt, ja, wir haben verschlafen, wir müssen uns beeilen, Schmünter. Ihr habt euch verspätet, ihr... Das ist eine geradezu lächerlich laute Stimme. Alle scheinen anwesend zu sein. Sehr gut, kommen wir zur morgendlichen Ansprache. Gildmeister, die Gilde ist komplett anwesend. Hallo. Vielen Dank, Gildmeister. Wende dich bitte an die Gildencrew. Gildmeister Knuddeluft überrascht mich immer wieder. Ja, allerdings. Ihr bewegt hellwach. Ja, seine Augen sind offen, aber er schläft tief und fest. Vielen Dank, Meister. Wir alle schätzen deine weisen Worte. Ja, das ist es. Okay, Pokémon, nehmt euch des Gildmeisters weise Worte zu Herzen. Ich glaube, damit meint er schlafen gehen. Und nun vergesst nicht den morgendlichen Jubelruf. Alle zusammen. Den habe ich bereits im Original-Let's Play gesagt. Gut, Pokémon, an die Arbeit! Alter, was ist heute los?
Am Internet kann es nicht liegen. Emulator funktioniert nicht übers Netz. Wenn doch, würde das einiges erklären. Ich kann heute gefühlt nichts im Internet machen. Ich hoffe, dass ich das Video überhaupt heute noch online kriege. Hey, ihr habt ihr nicht einfach so rumzuspazieren? Komm mal mit, ihr zwei. Ihr seid Anfänger. Dankeschön, Plauderguy. Wir geben euch zum Anfang einen Auftrag. Das ist das Job-Infobrett. Pokémon aus unterschiedlichen Regionen hängen hier Jobangebote aus. Ihr wisst, dass zurzeit immer mehr bösartige Pokémon auftauchen, nicht wahr? Ja, weil Fluss der Zeit durcheinander gerät, entsteht Chaos, richtig? Und darum tauchen so viele bösartige Pokémon auf. Aus dem Fluss, weil, versteht ihr, ne? 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 Der Fluss der Zeit gerät durcheinander. Zeit, also Stunden und Minuten. Nee, Gramm und Kilogramm, Euro und Cent. Was denn sonst? Soll das heißen, es ist etwas mit der Zeit schiefgegangen? Ja, Uhr ist falsch eingestellt. Und deswegen gibt es immer mehr bösartige Pokémon? Ich verstehe das nicht. Was geht hier nur vor? Genau. Weil die Zeit aus dem Gleichgewicht gerät, gibt es eine Flut von bösartigen Pokémon. Vielleicht liegt es daran, dass die Ebbe vorbei ist. Ja. Naja, wir haben einen Anstieg bei den angebotenen Jobs bemerkt. Und dann ist da noch was, man weiß nicht, ob es auch mit der Zeit zu tun hat, aber es gibt eine regelrechte Flut von Mystery Dungeons. Alter, das geht voll auf den Hals irgendwie. So zwar Krakelo immer der mir meinen Hals zerstört hat. Mystery Dungeons. Red Deutsch, Digga. Also Schmünter, erinnerst du dich an gestern, als wir mein Relikt-Fragment, als wir das zurückgeholt haben? Dort, an dem wir es gefunden haben, war ein Mystery Dungeon. Aber das war doch eine Höhle! Ein Mystery Dungeon ändert sich jedes Mal, wenn man ihn betritt. Jedes Mal sieht er anders aus und erhält andere Items. Gehst du in einem Dungeon K.O., verlierst du die Hälfte deines Geldes. Du kannst sogar die Hälfte deiner Items oder mehr verlieren. Du wirst aus dem Dungeon geworfen. Diese Orte sind schon... Aber jedes Mal, wenn du einen betrittst, gibt es neue Dinge zu entdecken. Sie eignen sich hervorragend zum Erkunden. Tja, du bist ganz gut informiert, nicht wahr? Das erleichtert mir die Erklärung um einiges. Alle Jobs finden in Mystery Dungeons statt. Also, lasst uns einen Job für euch suchen. Ich glaube, bei dem hier werdet ihr noch nicht sterben. Wirklich, lass uns lesen. Hallo, mein Name ist Spoink. Ganove ist mit meinem wertvollsten Besitz abgehauen. Mit meiner kostbaren Perle. Die Perle bedeutet mir so viel wie mein Leben. Ich kann mich einfach nicht beruhigen, solange diese Perle nicht auf meinem Kopf ist. Da, wo sie hingehört. Aber ich habe gehört, dass meine Perle gesehen wurde. Sie soll sich auf einer felsigen Klippe befinden und diese Klippe soll sehr gefährlich sein. An so einen fürchterlichen Ort können die niemals gehen. Und lieber Leser, werdet ihr so freundlich, zu dieser Klippe zu gehen und meine Perle vielleicht zurückzuholen? Ich flehe um eure Hilfe, Erkundungsteam. Moment mal. Holen Item zurück, das jemand verloren hat. Ich würde lieber etwas Abenteuerliches tun. Ich würde lieber Schätze suchen oder unbekannte Orte erkunden. Solche Sachen. Ah! Oh Mann! Es ist wichtig, dass ihr Neulinge eure Pflicht tut. Und jetzt passt auf! Ich wiederhole meine Warnungen, damit ihr sie auch behaltet. Ihr werdet aus einem Dungeon geworfen und zurückgeschickt, wenn einer von euch besiegt wird. Ihr verliert die Hälfte eures Geldes. Und ihr riskiert die Hälfte oder sogar mehr eurer Items zu verlieren. Gebt also Acht. Und was ist, wenn ich neun gebe? Halt's Maul! Habt ihr alles verstanden? Dann schlage ich vor, ihr nehmt den Job in Angriff.
direkt rein, nicht mal irgendwie ein Zeit noch davor. Das muss der Eingang zur Klippe sein. In der Beschreibung von Spoing stand, dass die Perle tief unten auf Ebene U7 liegt. Hört sich nach einem wirklich gefährlichen Ort an. Wir sollten vorsichtig sein. Geben wir unser Bestes, Schmünter. Wir haben die Macht des Blauwahlcodes. Wir können gar nicht verlieren. Ich habe mal alle Hintergrundprogramme geschlossen. Das soll ich mir allgemein angewöhnen, wenn ich hier aufnehmen will. Du und dein Partner können jetzt jeder ein Item halten. Mit Schatzbeutel könnt ihr nur noch 16 Items im Inventar aufbewahren. Items wie ein Band wirken nur, wenn sie getragen werden. Nutze im Menü unter Items die Option geben. Menü war hier. Spezialverteidigung und was bringt das Grünband? Oh, das ist ja richtig krass. Alter, das ist Töfte, meine Freunde. Das ist Töfte. Töfte ist da. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich das schon Töfte finde? Nein. Das du hast falsch verstanden, meine Freund. Grünband geben, Schmünter, zack. Zinkband geben, Fragezeichen, Man, zack. Rennen war so genau. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die fixierten Attacken benutze. Aber, no risk, no YOLO. Mann. Ich will fucking diagonal laufen. Junge! Du willst mich einfach verarschen, kann das? Alter, das muss ich noch rausfinden. Das wollte ich nicht. Ich will halt mal wissen, wie ich hier meine fixierte Attacke benutze. Top-Elixier. Stellt Angriffspunkte, also AP, wieder her. So macht man's auch nicht. Ich hab halt gefühlt schon alles probiert. Ich hab keine Ahnung. Was bisher noch nicht gesagt wurde, ist zum Beispiel, dass sich KP wieder regenerieren. Äpfel oder Gummibonbons, wenn du Hunger hast. Bei leerem Magen gehst du K.O. und bist tot. Happy End. Die Mitglieder erhalten Erfahrungspunkte durch das Besiegen von Gegnern. Ein Pokémon verfügt über mehr KP, bessere Statuswerte und erlernt eventuell neue Attacken, wenn es aufsteigt. Häufiges Kämpfen lohnt sich. Und wisst ihr, was sich auch lohnt? Walrosse. Ich wette, ihr habt jetzt eine Schleichwerbung erwartet. Dass nicht meine Schleichwerbung, sondern fucking offensichtlich wäre. Da, 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 da. Werte Push! Hier, du da, Lil Minip! Hier, guck mal. Guck mal, ich habe meine Werte gepusht. Siehst du das? Ich glaube, es hat es gesehen. Je, mein Level ist gestiegen. Das finde ich ja klasse. Alter, an die Steuerung muss ich mich noch gewöhnen. Vor allem, dass das Diagonallaufen ist schwer. Ja, man bekommt mehr Erfahrung, wenn man eine Attacke außer dem stinknormalen X benutzt. Also, X ist es hier bei mir auf der Tastatur A in Game, im Original. Ein Roser-Gummi. Weiter. Das weiß ich mal noch nicht. Sind KP als Pokémon niedrig, riskiert es durch einen weiteren Gegentreffer K.O. zu gehen. Also verpiss dich, bevor das passiert. Haben wir uns verstanden? Das hier.
Wirklich. Über Blaugummis habe ich mich im Original gefreut. Aber wisst ihr, was das Tolle ist? Ich habe gerade im zweiten Dungeon des Spiels ein Fake-Item gefunden. Das war eine Siemel-Beere, die ich da gerade aufgehoben habe. Fake-Items sind, wie der Name eigentlich schon sagt, normale Items, die aber nicht den Effekt der eigentlichen Items haben, sondern eben Fälschungen sind. Und zum Beispiel eine Siemelbeere macht Schaden und heilt nicht. Das hier ist eine Siemelbeere hingegen. Ey, du Fragezeichen, man. Ich gebe mein Bestes, ich will auch nicht mit dir reden. Los, du schaffst das. So, auf Ebene 7 liegt das Item. Ebene 6 bin ich in der Feuchtklippe. Durch Veränderung der IQ-Fähigkeiten und Taktik wird der Partner zu einem besseren Mitspieler. Auch wenn die standardmäßige Taktikeinstellung die ist, die man eigentlich dauerhaft drin haben sollte. Die ist auf jeden Fall mit Abstand die beste. Und kann Schmünter eigentlich auch mein Klimplim treffen? Level 7. Yay, Werte steigen. Bye, bye. Los, legen wir uns zum Sieg. Los, töten wir es. Es ist tot, das finde ich lustig. Wo wir gerade von Tod reden. Stirn. Ah ja, wo wir gerade von Tod reden. Lauf diagonal, Günd. Schmünter. Bist du behindert? Das wird mir später im Spiel noch große Probleme bereiten. Hier fehlt das bei sowas. Okay, das wird es nicht unbedingt einfacher machen, stimmt. Aber es wird trotzdem helfen, wenn ich ein Item aus Super Mystery Dungeon hätte. Ich weiß nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall ein Ast, mit dem man sich an die nächste Wand oder an den nächsten Gegner, den man in der Linie trifft, dass man sich dahin portet. Das Item habe ich übelst gemocht und auch in Kombination mit Florence Flammenwurf richtig oft genutzt. Osima. Das muss die Perle von Spoink sein. Bringen wir sie schnell zurück. Danke. Die Perle muss auf meinem Kopf liegen. Seht ihr? Der mir so fehlt. Ich konnte mich einfach nicht beruhigen, solange sie nicht da oben war. Ich sprang und federte nur so durch die Gegend. Darum habe ich jetzt überall blaue Flecken. Aber dann gehe ich dieser Albtraum nun vorbei. Bin euch aufrichtig dankbar. Protein. Yeah, Proteine und Calcium. Ohne Eisen, Alter, gönn mir halt. Und 2000. Oh, was? 2000 Poker? Das ist ganze Geld für uns? Natürlich, es ist wertlos für mich, verglichen mit meiner Perle. Lebt wohl. Wir sind reich, Schmünter. Gut gemacht, Team. Nun überreicht mir das Geld. Bitte was? Den Großteil des Geldes, das durch Jobs verdient wird, geht an den Gildenmeister. Und der Anteil eures Teams an dem Geld beläuft sich auf? Warte, wir kriegen nur... Ey, Junge! Nun, es ist die Regel der Gilde. Ihr müsst euch damit abfinden. Lappen! Blöder Keck. An alle, danke, dass ihr gewartet habt. Essen ist fertig. Ich sag's ja, alle herkommen, gib Essen. Yay. Yeah.
alle am Gönnen alt, außer Knudlup, der jongliert lieber mit seinem Apfel. Ja, ich hab fertig gegessen, hervorragend. Ich bin vorhin jetzt wirklich ganz müde. Ja, ich geh mal ins Bett. Gute Nacht, Leute. Nacht. Und wieder der Mond. Hier. Ja, Maschmünter. Ja. Wollt nicht ein hektischer Tag, es ist so viel passiert. Ich bin erleichtert, dass unser erster Job ein Erfolg war. Die Knutluftgilde, so viel von dem Geld genommen, hat mich wirklich aufgeregt. Aber immerhin haben wir keinen Blauwahlcode bekommen. Das sind nur einfach die Kosten für das Training. Da können wir nichts machen. Aber ich war halt richtig glücklich, als Spoink sich bei uns bedankt hat. Vor allem, weil er uns keinen Blauwahlcode geschenkt hat. Bin ich müde. Ich schlaf jetzt. Ihr hört? Also, falls du mich suchst, ich schlaf jetzt. Ne? Also nur falls du es noch nicht mitbekommen hast. Und ich schlaf jetzt, ne? Ja, also, ich soll jetzt langsam mal schlafen, ne? Geben wir morgen wieder unser Bestes und dafür, ich schlaf jetzt, ne? Nacht. Übrigens, ich sag das, weil ich schlaf jetzt. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. So. Oh, Kapitel 3, der Schrei. Beginnen wir in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Für heute reicht's. Wir sehen uns dann wieder. Wenn's euch gefällt, lasst doch mal ein Abo da und oder ein Like. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.